Es klingelt und dein Hund bellt. Was tun? Willkommen bei Aragon, mein Hundeläden. Ja, wir haben wieder eine neue Aufgabe gefasst. Und zwar geht es heute um das Thema, wie verhalten wir uns, wenn der Hund bellt, wenn es klingelt? Bisher war es so, dass wir das größtenteils ignoriert haben. Sicher auch aus diesem Grund, dass wir andere Aufgaben priorisiert haben. Wir haben es nicht komplett vernachlässigt, aber doch nicht auf die höchste Priorität gesetzt. Da war eher der Rückruf und was noch? Impulskontrollen und solche Sachen. Genau, gut. Könnte man auch sagen, das ginge unter gewisse Art von Impulskontrolle. Mhm. Ja, war jetzt aber halt nicht im obersten Fokus bei uns in letzter Zeit, weil, also man muss dazu sagen, Aragon hat ja nicht gebellt wie ein Verrückter, wenn es geklingelt hat. Es hat sich so ein bisschen eingeschlichen. Ja, also Welpe bellt ja noch nicht per se, wenn es klingelt. Das ist ja so ein bisschen antrainiertes Verhalten, dass der Hund einfach lernt, weil sonst wäre ja eine Klingel einfach ein ganz normales Alltagsgeräusch, ja. Wie das sonstige Geräusch, was keine Bedeutung hätte. Aber der merkt ja mit der Zeit, aha, wenn es klingelt, da ist immer irgendwas los, da kommt jemand und so weiter. Und je nachdem, wie sich die Menschen verhalten, ja, lernt der Hund eben was daraus. Und daraus ergründet sich sein Verhalten dann wiederum. Und man muss ja sagen, er hat nie massiv gebellt, er hat einfach ein bisschen angezeigt und sich dann aber auch beruhigt eben nicht. Also er hatte immer eine hohe Aufregung, wenn jemand gekommen ist. Kommen wir dann noch dazu. Aber er hat wirklich, ja, so 3-4 Wuffer von sich gegeben, so ein paar Mal gebellt und dann einfach angezeigt und dann war das okay, dann hat er wieder aufgehört. Und deshalb haben wir das nie jetzt groß als Problem betrachtet und so angegangen. Also man kann so sagen, dass wir haben es nicht ignoriert in dem Sinn, sondern einfach nicht priorisiert. Das ist ein kleiner Schönheitsfehler. Ja. Da sich in der letzten Zeit die Vorfälle jetzt gehäuft haben und auch die Intensivität gesteigert hat beim Bellen und bei seiner ganzen Anspannung, nehmen wir jetzt dieses Problem auch in Angriff. Ja, genau. Wir haben jetzt einfach das Gefühl gehabt, ja, es ist so ein Punkt gekommen, wo es dann auch kippen könnte. Bellen ist ja auch selbstbelohnend, also selbstverstärkend. Und deshalb wollten wir jetzt mal schauen, ja, woran könnte das liegen? Wieso hat sich das jetzt verstärkt? Weil wir wollen ja nicht nur einfach irgendwie die Symptome ersticken. Und das bringt ja meistens nichts. Oft hängt ja irgend so ein Problem mit, ist ja vielschichtiger. Also hängt ja mit dem gesamten Lebenssituation des Hundes zusammen. Wir haben uns dann die Frage gestellt, liegt es vielleicht daran, dass er das aus Langeweile machen würde, weil er nicht genug ausgelastet wäre? Denke ich nicht. Genau, haben wir sind wir zum Schluss gekommen. Es gibt sicher Tage, 2-3 Tage, wo er weniger ausgelastet ist, wo wir vielleicht nur einmal am Tag mit ihm rausgehen für 1 Stunde, 2 Stunden. Aber es gibt auch wieder Tage, da geht man 2 bis 3 Mal mit dem Personensuchen, also dem Mantrailing zusammen und auch noch Agility, was du ja so ein bisschen angefangen hast. Also jetzt nicht alles an einem Tag natürlich. Ja, genau, aber so über das Ganze verteilt, wenn man das so anschaut. Ja, und wir machen jetzt zum Beispiel, habe ich jetzt auch gefangen, mit ihm noch kleine Tricks zu üben. Wir machen auch auf den Spaziergängen immer wieder Übungen mit ihm. Er muss mal wieder sitzen und warten und wir laufen davon und er kann wieder kommen und hin und her. Oder Futtersuche. Futtersuchen. Nasenarbeit. Oder Altpapier haben wir auch. Altpapier verräumen, genau. Genau. Er macht sehr vieles. Aber auch nicht zu viel, denken wir. Genau. Er hat wirklich auch seine Ruhephasen, wo er chillen kann und sein Leben genießen. Ja, ich glaube, das ist so. Wir haben nicht ein Muster, das ist jeden Tag genau gleich, aber es gibt gewisse Routinen, an denen kann er sich orientieren, so, wie sagt man. Ja, einfach, es
gibt eine Orientierung in seinem Leben, also es ist nicht ein ständiges Durcheinander, aber es ist jetzt auch nicht so durchgemustert, dass er ja, jetzt bei den kleinsten Veränderungen ein Problem hätte. Genau. Ich denke, da haben wir eine gute Abwechslung. Wir haben die Nasenarbeit, wir haben die Kopfarbeit, wir haben die körperliche Auslastung. Also ich denke, wir haben die Ruhephasen eben. Mhm. Also es gibt auch mal einen Chill-Tag dazwischen. Es gibt jetzt nicht eine Chill-Woche, dass er eine Woche lang nichts macht. Es ist, glaube ich, unserer Meinung nach relativ ausgewogen. Mhm. Er ist ja im Grunde auch, wenn wir dann zu Hause sind und drin sind, ein recht ruhiger Hund. Mhm. Also der liegt viel, der schläft viel. Mhm. Und das zeigt uns dann doch, ja, ich glaube, und manchmal ist es auch so, dass er da irgendwo sitzt oder so halb liegt und dann fallen dem fast die Augen zu. So wie einem kleinen Kind, das einfach nicht was verpassen genau. will. Ne? Also, man merkt dann, ja, der ist wirklich genug ausgelastet und das können wir, glaube ich, gut gewissens abhaken. Dann ist eine Frage, ja, ist das vielleicht territorial veranlagt? Mhm. Kann ein Stück weit sein. Wobei, wir haben auch gesagt, also er ist eigentlich nicht so der Typ Hund, der wahnsinnig territoriale Züge zeigt, jetzt von uns aus gesehen. Also er hat, klar, dass er mal, wenn jemand beim Garten, genau, beim Zaun vorbeigeht, dann gibt er auch schon an. Aber es ist auch hier ein bisschen angewohntes angewohntes Verhalten, dass er sich ein bisschen abgeguckt hat. Mhm. Also, ja. Gute Vorbilder gehabt. Ja, genau. Also da haben wir jetzt auch ein bisschen, also hat sich auch was in der Grundsituation jetzt verändert und da haben wir auch ein bisschen dran gearbeitet. Ist aber auch nicht ganz so einfach, aber ist ein anderer Punkt jetzt. Bei uns geht es jetzt wirklich ganz konkret darum, dass wir nicht mehr möchten, dass er bellt, wenn es klingelt. Genau. Und deshalb eben, dass dieses Territoriale im Garten, es geht ein Stück weit in diese Richtung, aber wir denken auch nicht, dass das der Hauptgrund ist, weil es gibt andere Bereiche, wo man sieht, dass er nicht wirklich so wahnsinnig territorial ist. Also er gibt auch, er hat nicht das Gefühl, alles gehört ihm und er beansprucht auch nicht wahnsinnig, er ist nicht einer, der Raum beansprucht oder Dinge beansprucht oder Futter beansprucht. Also der kann auch mit einem anderen Hund gemeinsam auf dem gleichen Napf fressen, ist kein Problem. Der gibt alles raus, problemlos, auch die leckersten Kauartikel, alles. Wenn der schon genüsslich am Kauen ist, gibt er das problemlos hin und er hat auch sonst nicht irgendwie das Gefühl, nee, ich glaube nicht, dass es wahnsinnig territorial bei ihm ist. Aber man könnte sich kann täuschen. Kann ein bisschen dabei sein. Ist ein bisschen dabei sein, genau. Kann sein. Dann ist auch die Frage aufgetreten, ist es vielleicht sozial motiviert? Will er uns beschützen? Ja, das könnte bei einem Wischler ist sehr auf seine Menschen bezogen. Also das könnte hier könnte ein Teil in diese Richtung gehen. Genau, ob schon er ja, wenn wir draußen sind und er Probleme kriegt, Angst kriegt, er zu uns kommt. Genau. Also er ist nicht der Hund, der denkt, er müsse unbedingt seine Herrchen und Frauchen und Herrchen beschützen. Genau. Er hat Sicherheit bei uns. Also ja. Von daher... Also vielleicht auch nicht immer zu 100%. Wir haben, glaube ich, da auch Fehler gemacht zu Beginn. Ja. Also wir haben ihn vielleicht nicht immer genügend so gut geschützt, wie das im Lehrbuch stand. Und vielleicht war das aber auch nicht immer nur falsch, weil eine gewisse Selbstständigkeit unter Hunden zum Beispiel ja auch nicht ganz falsch ist. Oder wenn man ihn ständig nur von Leuten abschottet, weiß ich auch nicht, ob das dann förderlicher wird. So die gute Mischung macht sicher aus und da reagiert sicher auch nicht jeder Hund gleich drauf. Für manche Hunde ist das mehr ein Problem und für andere weniger. Bei Aragon, ich denke, er ist so im Mittelfeld unterwegs. Ja. Eine gewisse Unsicherheit hat er sicherlich von dort aufgenommen, ein bisschen diese Angst. Das ist auch ein bisschen Grundpersönlichkeit einfach. Und andererseits hat er sicher auch sein Selbstvertrauen gestärkt. Also es ist immer sehr, sehr schwierig, Der eigene Hund auch. Also wir denken ja auch, dass es bei Aragon ein Mix ist aus verschiedenen Komponenten. Also zum Beispiel
dass es generell ein bisschen Unsicherheit dabei ist. Also jetzt, wenn man es auf die Klingel bezieht, ja, wer kommt denn da? Er hat mit Menschen ja nie schlechte Erfahrungen per se gemacht. Aber wir müssen das in Klammern setzen, weil es kommt dann noch dazu. Dann ist es sicher eben Neugier, die Spannung, auch Freude. Ich denke, die Neugier ist bei ihm fast ist ein sehr großer Punkt. Ja. Er ist extrem neugierig. Ein also bisschen unsicher, ein bisschen Bluffer, ein bisschen neugierig ist er so mega. Groß. Und ein Angsthase. Ja, ein bisschen. Ein bisschen klein Angsthase, wenig manchmal. Ja. Aber ich glaube, es ist ein Stück weit auch normal bei einem jungen Hund. Manchmal hat er so Phasen gehabt, wo er sich auf allem und jedem erschreckt hat. Da ist irgendwie auf dem Spaziergang irgend so ein Pfahl, der vielleicht ein bisschen im Licht reflektiert hat, an dem wir schon 100 Mal vorbeigegangen sind. Auf einmal plötzlich erschreckt er sich davor und musste bellen. Du musst ihn anbellen. Aber und dann hat man ihm gezeigt, hey, genau. Schau mal, das ist nichts Schlimmes. Man er hat sich auch schon hin und okay, ist über das einen ja, Stein ja. erschreckt. Also ja. das, ich musste so lachen, der hat einen Stein angebellt und ist drumherum gehüpft, bis ich ihm gezeigt habe, hey, schau mal, das ist gar nichts. Also, ja, das ist sicher auch so ein bisschen entwicklungsphasenbedingt und der Wischler ist ja bekanntlich ein Spätzünder. Also man sagt, ja, der ist erst so mit 3 Jahren wirklich erwachsen. Von manchen habe ich auch schon gehört, erst mit 5 Jahren die Persönlichkeit wirklich so ausgereift war. Also mit 2,5 Jahren kann das durchaus auch sein, dass der da manchmal so ein bisschen noch ja, entwicklungsbedingt ein kleiner Schisser ist in gewissen Situationen, die sich dann ja auch immer auch wieder gelegt haben. Ne? Aber sicher, ja, eben diese ganze Aufregung, diese ganze Spannungssituation und dazu kommt, ja, die Aufregung und die Unsicherheit, wer kommt denn da? Mhm. Jetzt denkt man bei ihm, er hat das ja immer freudig verbunden. Also für ihn ist das immer ein großes Ereignis, wenn jemand kommt. Party. Man hat es auch immer zu einer Party gemacht. Aber es ist ja immer heikel. Also hat der Hund wirklich immer Freude daran, wenn große Aufregung ist? Was ist Aufregung? Ja. Also das kann positiv belegt sein, aber auch negativ. Und das kann auch kippen. Also wir denken, dass bei Arrogant von außen sehr oft falsch interpretiert wird, dass viele Leute denken, er hat Freude. Mhm. Und wir denken, er hat ein Stück weit Freude, aber es ist so zum Teil auch too much. Mhm. Weil, klar, sein ganzer Körper ist weich, er ist wie eine Gummibanane, also seine Route geht wirklich fast ringsherum. Er schlägt sich hin mit der Route ins Gesicht. Also wirklich extrem gummig, also das sagt man ja, das ist nicht eine aggressive Anspannung oder so, weil es gibt ja dann auch dieses Flimmer, wenn die Route nur so... Genau, der Körper eigentlich gespannt und dann nur das... Das ist bei ihm nicht der Fall. Ja, also da wäre natürlich Alarmglocke hoch 10. Ne? Aber wir denken, es ist eher so wie bei Kleinkindern, die völlig aus sich sind, vor Freude, aufgeregt und dann irgendwann... Überdrehen die und dann kippt es. Ja. Und ihr kennt sicher alle Kleinkinder, die dann irgendwann kippen und das Theater geht los. Sie, ja, nicht mehr kontrollierbar, sie weinen und... Ja, das kann ja dann in verschiedene Richtungen gehen. Ja, das kann ein Streit vom Zaun brechen, das kann ein Geschrei geben, das kann auch, die können auch völlig auch lustig überdrehen und so. Und das, absolut. Aber dann ist auch die Gefahr groß, dass dann irgendwas kaputt geht oder sie selbst, nicht kaputt, aber irgendwo anstoßen oder was auch immer. Es ist einfach zu viel dann und irgendwann muss man dann auch wieder so ein bisschen Ruhe reinbringen. Und das ist, glaube ich, ein Grundproblem, das wir da ein bisschen haben und das haben wir auch ein bisschen verschleppt. Mhm. Das müssen wir ganz klar auch auf uns nehmen. Mhm. Also wir können ein bisschen daraus schlussfolgern, dass unser Hund jetzt vermehrt bellt beim Klingeln oder verstärkt bellt beim Klingeln, ist so ein bisschen das Resultat von grundsätzlicher Überschwänglichkeit, von grundsätzlicher zu viel Aufregung. Zu viel Beachtung. Zu viel Beachtung, zu viel Tohuwohu grundsätzlich. Mhm. Und jetzt ist das nicht so, dass wir das grundsätzlich wir beide jetzt alleine verursacht haben. Da nur weil, klar, ja.
Weil wir haben ja das von Anfang an gewusst, dass das nicht gut ist. Zu viel Beachtung, zu viel Tohuwabohu und einen kleinen Hund. Jetzt haben wir einen Familienhund. Wir haben nicht einen Hund als Ein-Personen-Hund, sondern wir haben Kinder, wir sind in einem Mehrfamilienhaus hier. Wir haben Nachbarn mit Hunden, genau, ja. Wir haben Eltern, ja, also die Großeltern. Nein, alles. Vor allem unsere Nachbarn jetzt zuschauen, das ist nichts Böses. Nein, die wissen kein das Problem. Alles. Aber ja, ist halt so, wir haben nach Oma und Opa, wir haben Verwandte, Bekannte, Freunde und so weiter, tralala. Ne? Es hat hier viele Kinder in der Umgebung und so weiter. Also, es ist ein Familienhund. Und Aragorn, wir arbeiten auch, also ich Teilzeit, ich bin zwar schon zum größten Teil für Aragorn da, aber und ich habe jetzt auch noch Schule gehabt im letzten Jahr, also da hat sich auch so ein bisschen was verschleppt. Das muss man wirklich zugeben, das war jetzt ein strenges Jahr. Man hätte es vielleicht ein bisschen eher angehen können, also dass man sagen hätte können, okay, Welpe, andere Prios, Junghund, andere Prios, diese Baustelle kommt später. Oder man hätte es ins Gesamtpaket hineinnehmen können, ne? Von Anfang an. Aber ja, das hat sich jetzt auch ein bisschen verschleppt durch diese Umstände. Ja, wie man sie manchmal im Leben halt nicht immer genau durchplanen kann. Ja, und da Aragorn gegeben ist. Und da Aragorn ja sonst nicht ein Bellder war oder ist. Ja, ist das nach wie vor nicht. Absolut also nicht. Ist haben ja nicht wir ein Problemhund. Nein, so. Überhaupt nicht. Haben wir das auch nicht so. Was soll man damit sagen? Ich denke, wenn man schon von Anfang an einen Hund hat, der viel bellt, schon als Welpe und von klein auf, dann nimmt man dieses Problem eher wahr. Bei uns hat sich das wirklich so eingeschlichen, plötzlich. Ja, es ist wie vor dem Kopf. Wobei es ja meistens so ist, dass sich so Dinge einschleichen. Es hat sich eingeschlichen. Ja. Absolut. Und eines Tages sind wir aufgewacht und gedacht, wow, ja, warum bellt halt der so jetzt, oder? Unser Teenie-Sohn, der Große, der ist jetzt auch öfters abends etwas später nach Hause gekommen. Wir waren gemütlich auf dem Sofa und Aragorn hat geschlafen. Und dann ging die Türe und er hat sich total erschreckt, aus dem Tiefschlaf raus und hat sich erschreckt, was ist da jetzt, wer kommt da jetzt? Man muss auch sagen, der Teenie ist auch nicht mehr ständig da, das ist auch normal. Also es ist für Aragorn quasi wie auch das Rudel komplett, wenn man das jetzt so mal sagen will. Wenn nur wir beide da sind, also das ist jetzt nicht so außergewöhnlich für ihn, das heißt, es ist jetzt nicht per se, dass gerade sofort jemand fehlt, weil manchmal ist ja auch meine Mama, die schaut und die kommt, aber die ist auch nicht immer da oder dann war er mal bei den Nachbarn eine Weile und die zum Hüten, also in Betreuung und die sind ja auch nicht immer da. Also, aber wer quasi immer da ist, das sind wir beide. Also das heißt, wenn wir da sind und abends und alles ist ruhig, der Tag ist vorbei, er hat sich der Ruhe ergeben, schläft da und dann plötzlich geht die Tür. Kann ich das schon nachvollziehen, dass er sich da vielleicht ein bisschen erschreckt? Und dann hat er sich manchmal sogar mit den Bällen verschluckt vor lauter Rede. Er ist dann aufgeschreckt, aufgesprungen und dann, als er bemerkt hat, dass das unser Sohn ist, dann hat er aufgehört und vor lauter Erleichterung hat er rumgewedelt und hat Freude gehabt. Und der Teenie-Sohnemann hat natürlich dann auch seine Freude, seinen Lauf gelassen. Mhm. Und auch, ja, Aragorn und bo, 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 und ein Tohuwabohu. Genau. Genau so, wie man das eben nicht sollte, aber ja, wie es wahrscheinlich in den meisten Familien so läuft. So hat sich das, glaube ich, so ein bisschen angewohnt. Und wenn dann jetzt noch der Jungs, wenn er dann noch Kumpels mitgebracht hat oder die aus seinem Zimmer kamen, Aragorn hat es vielleicht nicht so ganz mitgekriegt, die kamen da plötzlich aus seinem Zimmer raus, das ist ziemlich im vorderen Ende bei der Tür, bei der Haustür sein Zimmer, und hat sich dann wahrscheinlich einfach auch so ein bisschen erschreckt und wer ist das jetzt und was soll das jetzt und kommt da jetzt jemand einfach so daher und so
Und dann ist es ja einfach auch ein bisschen, glaube ich, normal und natürlich. Ich meine, schlussendlich ist er ein Hund und hat Instinkte. Jetzt ist auch die Frage, ne? Wir haben immer gesagt, ja, so ein bisschen anzeigen ist okay. Ist nicht falsch. Wir haben das lange jetzt so gehandhabt. Ja. Ob wir das jetzt als Ausrede genutzt haben? Nein, ein Stück weit ist ja der Hund ja auch als Wachhund auch veranlagt. Aber es ist sehr heikel, jetzt haben wir eben genau diesen Punkt. Ab wann darf er angeben und ab wann nicht? Ja, was ist okay? Wie kontrolliert man das? Und lässt sich das quasi dann noch so gezielt kontrollieren? Oder ist das dann eben vielleicht ein bisschen schwierig zu handeln? Wir haben uns jetzt entschieden, wir möchten das nicht mehr. Also zu 99,9% kommt ja kein Einbrecher rein. Und wir denken, wenn wirklich mal so eine Notsituation sein würde, dann würde er instinktiv wahrscheinlich reagieren. Und das andere ist, er ist ja auch nicht jetzt, wir haben ihn nicht als Wachhund und nicht als Schutzhund geholt und haben auch nicht dementsprechende Ausbildung mit ihm gemacht oder vor. Deshalb ist das eigentlich nicht seine Aufgabe. Er hat, das ist auch ein wichtiger Punkt, er hat Aufgaben. Also es gibt Dinge, die ihm zugewiesen werden und die er erfüllen kann. Das ist ganz wichtig. Ich denke, wenn ein Hund keine Aufgabe hat, dann macht er sich Aufgaben. Ja, dann schafft er sich irgendeine Aufgabe und dann genau. Ist das dann auch wieder irgendwo nachvollziehbar. Also das ist, genau. Da hört man zum Teil Punkt. Sehr spannende Geschichten dazu, ja. Aber wir haben gesagt, ja, er braucht uns ja nicht zu, wir hören ja die Klingel. Also braucht uns der Hund nicht noch zu sagen, hey, es klingelt. Also braucht er nicht anzuzeigen. Und wir gehen ja zur Tür und begrüßen den Besuch und nicht der Hund. Genau, es ist unser Besuch. Der Besuch kommt zu uns und nicht zum Hund. Yes, das haben wir eigentlich schon immer verstanden und auch eigentlich so versucht zu handhaben. Haben wir schon in der Hundeschule gelernt. Genau, das Ding ist halt, dass oft der Besuch das nicht so ganz verstanden hat. Also eigentlich ist der Besuch schuld. Ja, die anderen sind schuld. Genau. Nein, es ist natürlich ganz klar auch unsere Aufgabe, den Besuch so zu instruieren. Mhm. Was uns, glaube ich, nicht immer so einfach fällt. Ja, es ist, an diesem Punkt ist es nicht, also ich muss auch ein bisschen ausholen. Wir wollen ja nicht, dass das Video zu lang wird, aber es hängen sehr viele Sachen auch zusammen. Ja, vielleicht geht es ja euch ähnlich, ne? Genau. Also. Das auch unterwegs. Es ist ja nicht nur zu Hause, dieses Problem, auch unterwegs. Wenn man im Spaziergang ist und Hundebegegnungen hat, die nicht funktionieren, so wie gestern, als ich plötzlich einfach aus dem Nichts einen Hund neben mir hatte, ein fremder Hund, der dann auf Aragorn zuging. Es war alles gut, sie kamen sofort gut aus. Aber auch dort diese, oder wenn Aragorn unterwegs ist und die Leute bei ihm sofort rangehen und ihn streicheln und hier ist es ein herziger und ein kuscheliger und der schmeckt so fein und blablabla. Genau, und das war ja schon von Anfang an so. Also dieses Problem hat sich nicht nur hier vor der Haustür entwickelt, sondern eben auch draußen. Es ist quasi hausgemacht, aber auch außer Haus gemacht. Außer Haus gemacht, genau. Ja, und also wir haben ja schon zu Beginn, weil wir das wussten, und war uns sehr bewusst, dass das ein Problem werden könnte, haben wir ja immer gesagt, bitte lass den Hund, bitte mach nicht, beachtet ihn nicht. Mhm. Das ist ja schon, wenn man den Rückruf aufbaut und der kleine Welpe, der süße kleine Welpe, und ich meine, Wischler ist jetzt wirklich so ein richtiger süßer Knuddelhund. Ja, welche Welpe nicht, aber ja. Und der sieht ja auch nicht bedrohlich aus und alle finden, ach wie süß und lass den doch und pipapo. Ja, danke, weil so hat er schon die Belohnung, wenn er zu den anderen hinrennt. Und dann eben, das Thema hatten wir ja schon öfter, dass dann halt wirklich schwierig wird. Das wird schwierig. Und ist dann der Hund größer, wird er plötzlich als bedrohlich wahrgenommen. Manche die gleichen Leute. Ja, nicht. Die gleichen Leute, die ihn als Welpe aufgezogen, also
Ja, hatten wir auch. Stimmt. Zwei, drei Beispiele. Vier Monate später, die wachsen ja ziemlich schnell. Ah, oh, Hilfe, nehmt diesen Hund weg. So quasi, ja. So quasi. Aber dann sind wir dann die Bösen. Ne? Dann sind wir dann, ja. Das ist dann generell so. Aber das geht ja alles so in die gleiche Kiste. Jeder, der einen unruhigen Hund hat, einen aufgeregten Hund hat, einen Wischler hat, kennt wahrscheinlich diese Thematik. Ja, jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Ne? Also bislang haben wir haben ja am Anfang als Welpe, haben wir versucht, wirklich, wir haben das wirklich versucht, die Leute da zu instruieren. Wir hätten, glaube ich, mit der halben Nachbarschaft und Familie und Freundeskreis uns verkracht, wenn wir das wirklich strengstens durchgezogen hätten. Hätten wir aber sollen. Grundsätzlich vielleicht, ist es einfach vielleicht. So. Also das ist ja auch ein bisschen eine Respektfrage, aber oft ja auch eine Verständnisfrage, dass die Leute das einfach auch nicht, sie verstehen das nicht und verstehen auch nicht die die Dringlichkeit, ja, oder die Gewichtung des Problems, das dann wir als Halter eben später haben. Das, was sich daraus ergibt, das wirkt sich nicht bei jedem Hund gleich aus. Aber jetzt gerade so bei einem Wischler ist die Tendenz schon groß, ja, dass sich daraus später Probleme ergeben können. Das ist jetzt was Harmloses, dass der bellt, wenn es klingelt. Aber es können ganz andere Probleme entstehen. Ich denke auch, wenn wir das jetzt nicht angehen, könnte sich langfristig was Größeres daraus ergeben. Also diese gesamte Unruhe halt. Dazu kommt, dass ein dauergestresster Hund, also das ist ja nicht dauergestresst, aber sag ich jetzt mal, ein dauergestresster Hund auch ja, weniger lange lebt, weil das halt einfach nicht gesund ist. Ne? Aber wie dem auch sei, also es ist ja jetzt einfach so, dass wir finden, okay, der braucht nicht zu bellen, wenn es läutet, weil es ist nicht seine Aufgabe. Und wie lösen wir das jetzt? Also wir haben herausgefunden, es ist grundsätzlich die große Aufregung, die das Grundproblem darstellt, unserer Meinung nach. Und deshalb müssen wir da dran schrauben. Also wir wollen ja den Hund, den Wischler, unter den Aragorn in seinem überschwänglichen Temperament jetzt nicht komplett ummodifizieren. Nein, müssen wir auch nicht. Der darf ja ein bisschen aragonisch bleiben und eine gewisse, also es ist ja ein aktiver Hund, es ist halt ein lebendiger Hund und es macht ja auch in ganz vielen Situationen unheimlich Spaß und der ist auch wahnsinnig arbeitswillig und sofort bereit und auf den Punkt und weiß ich was. Und ich glaube, das wäre auch ein Widerspruch, wenn wir jetzt da einen völlig gechillten Hund erwarten würden. Aber es darf nicht mehr so massiv sein, diese Aufregung. Wir müssen da irgendwie ein bisschen schauen, dass wir da ein bisschen Maß finden, dass der ein bisschen runterfahren kann in solchen Situationen. Ein bisschen mit. Und wir haben auch gesagt, also viele Leute sagen ja, das wird noch, wenn der älter wird. Weiß ich nicht, ob das einfach sich so aussitzen lässt. Gewisse Dinge lassen sich, glaube ich, nicht einfach so aussitzen und verwachsen auch nicht einfach, sondern könnte dann eben schlimmer werden. Was machen wir jetzt? Hast du dir was überlegt? Stefan, sag. Wir erziehen unseren Besuch. Genau, das ist deine Lösung. Das hast du dir überlegt. Das habe ich mir überlegt. Du jetzt ein Fiebel schreiben für die. Ja. Nein, ohne Witz. Ohne Joke. Wir werden uns jetzt ein Plakat an die Türe hängen mit den Anweisungen für unseren Besuch. 10 Punkte Fiebel. Genau. Nein, das braucht Sie müssen zuerst eine Berufung ablegen, bevor Sie eintreten dürfen. Eine Berufung? Das ist eine Berufung. Eine Berufung. Ist es eine Berufung oder eine Prüfung? Sie müssen sich. Oder bist du dazwischen? Eine Berufung. Das ist lustig. Ja, das braucht ja jetzt kein riesen Kunstwerk zu sein. Es geht ja darum, wirklich nur die wichtigsten. Die wichtigsten Punkte aufzunehmen und wenn dann wir also, dann Aragorn noch auf sein Kissen verweisen, habt ihr Besuch dann auch schön Zeit, sich das ein bisschen durchzulesen. Also eigentlich gibt es nur grundsätzlich nur einen Punkt, den Sie beachten müssen, unser Besuch. Es ist eigentlich ganz einfach.
Ignorieren. Nicht beachten. Lass den Hund wir einfach in Ruhe. Haben keinen Hund. Ja, genau. Verhaltet euch einfach so, als wäre der gar nicht da. Genau. Im Grunde ganz einfach, aber für viele mega, mega schwierig. Weil viele Leute denken ja, der ist doch so süß und der ist doch so lieb und darf ich denn nicht auch? Und viele Leute holen sich ja irgendwie so was, ein bisschen Seelenbalsam vom Hund. Ja, aber der ist halt nicht da, dass man sich daran... Ja, das ist aber so. Dann müssen wir jetzt rigoros die Regel schieben. Ja, das ist jetzt gilt aber auch für uns. Nicht nur für unseren Besuch. Auch wenn wir nach Hause kommen, wir haben lange... Oh yeah, oder? Und dann Party. Ja, jetzt nicht so... Doch. Manchmal ist es ein bisschen ausgeufert. Ja, zeitlange schon. Und jetzt müssen wir uns dort auch ein bisschen an der Nase nehmen. Ja. Und wenn wir nach Hause kommen, erstmal wir kommen nach Hause. Ja. Erstmal die Taschen hinstellen, die Jacke ausziehen, Schuhe ausziehen. Und dann kommt der Hund. Also ich mach das eigentlich. Das ist das. Ja, ich mache das meistens schon. Du ja eigentlich. Ich auch. Zum größten Teil auch. Aber wer nicht? Aber der Junior muss definitiv noch an sich arbeiten. Also der Junge ist schuld. Genau. Nein, aber ja, also meistens ist es ja schon so, dass wir endlich den Hund nicht wahnsinnig aufgeregt begrüßen, aber ja, und das ist eigentlich, ich weiß nicht. Es ist so eine Mischrechnung. Ja. Manchmal ist halt, bei uns ist es dann ja auch eine andere Form von Aufregung, weil bei uns hat er ja nicht Angst, er ist nicht unsicher, er ist nicht überdreht in dem Sinn, dass er, also der hat einfach, ich glaube, da eine gesunde Freude, der macht dann auch sein Rudel heulen, also wirklich so sein, das macht er nur bei uns, wenn wir alle zusammenkommen. Dann macht er so sein oh, 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 so ein bisschen, und das ist dann auch gut, dann macht das auch nicht wahnsinnig penetrant oder weiß ich wie. Und ja, auch wenn man ihn jetzt nicht beachtet, oder ich habe das immer wieder mal, wenn ich das Gefühl hatte, der ist grundsätzlich zu aufgeregt, dann wieder alles ein bisschen runtergefahren und dann ihn wirklich kaum beachtet, als ich reingekommen bin, dann ist er einfach ein bisschen mitgekommen und hat mich ein bisschen angeschaut und ja, wenn er sich dann ruhig verhalten hat, habe ich ihn dann gestreichelt und ruhig begrüßt. Und das wäre eigentlich so, denke ich, das Beste. Also gar nicht zu beachten, ist, glaube ich, das ist, glaube ich, wirklich auch so ein bisschen typbedingt oder rassebedingt. Und bei einem Wischler, der ist so wirklich sehr, sehr menschenbezogen. Und ich glaube, da wäre es auch, man müsste den wirklich wegschicken, damit er einem nicht beachtet oder nicht, ja, das ist ein, er ist ja zum Beispiel auch nicht so, dass er uns ständig hinterherläuft in der Wohnung, das ist ja auch nicht so. Manchmal kommt er mit uns ins Büro, manchmal kommt er mit in die Küche, wir haben auch eine große offene Küche, haben wir zuerst auch gedacht, der darf nicht in jeden Raum, der darf nicht in die Küche und so, aber durch das, dass bei uns alles sehr offen ist, wäre das wieder eine andere Challenge gewesen, das aufzubauen, und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, er macht ja nichts Schlimmes. Er setzt sich dahin und guckt ein bisschen, dann geht er wieder auf seinen Platz. Hat sich für uns jetzt nicht irgendwie falsch angefühlt. Es ist, glaube ich, auch immer so eine Ermessensfrage, aber ich glaube nicht, dass daher die zu große Beachtung und, oder eben, das ist auch nicht dieses Kontrollding und so. Er hat auch kein Problem, alleine zu bleiben. Da machen wir aber dann gar nichts draus. Also wirklich gar nichts, Abschiedsritual oder so irgendwie. Also gar nichts. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Schild an die Tür, Besuch instruieren, bitte Hund ignorieren, nicht anschauen, nicht ansprechen, nicht anfassen, einfach als wäre er nicht da. Wir schicken ihn auf sein Kissen. Wenn er das macht, gibt es eine Belohnung. Wenn nicht, gibt es ein Sprutz Wasser. Ja. Genau, und das ist auch nichts Schlimmes, weil das tut ihm nicht weh, das mag er einfach nicht, das ist wie bei einer Katze, die hassen das. Wie schleißt er sowieso einen Katzen? Bei einem anderen Hund funktioniert vielleicht was anderes. Aragorn. Bei Aragorn braucht es manchmal ein bisschen mehr
auch da wieder, wir wissen nicht alles in dem Thema Korrektur positiv gestimmt. Können wir ein anderes Video mal noch zum Thema grundsätzlich machen? Wir haben da, glaube ich, so eine, sagen wir jetzt mal, so eine mittlere Einstellung dazu. Also genau. Immer, wenn es positiv, mit positiv andere, mit positiven Anreizen geht, ist das tiptop, und wenn nicht, braucht es halt auch mal eine Korrektur, wie auch immer die dann aussehen mag. Also sicher nicht mit Schmerzen und so. Genau. Dazu in einem anderen Video mehr. Ja. Wichtig natürlich auch, dass man diese Punkte, die sie vorhin runtergezählt hat, ebenfalls auch draußen durchzieht. Also wenn ihr in die Hundegruppe geht, auf Spaziergängen, etc. XY gilt genau das Gleiche, ihr habt keinen Hund. Also wir werden jetzt... Wir haben nur eine Leine dabei. In den Trainingsgruppen die Leute höflich bitten, dass sie bitte Argon nicht begrüßen, solange er aufgeregt ist. Sobald er ruhig ist, ist ja was anderes. Ist das kein Problem? Aber das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Aber wir haben jetzt bereits Teilerfolge genau. erzielt. Es ist ja wirklich auch so, dass wir schon Teilerfolge haben und Aragorn sich relativ schnell wieder beruhigt, wenn er auf seinem Kissen ist. Er bellt auch nicht, er bellt ja nur am Anfang so ein Wow, 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 Wow und dann schickt man ihn aufs Kissen. Funktioniert auch und er ist dann ruhig. Er hat einfach seine Körperspannung und sein Blick ist fixiert und dort versuchen wir ihn dann auch ein bisschen abzulenken, zu beruhigen. Jemand von uns empfängt den Besuch, der andere kontrolliert den Hund. Und wenn er sich dann wirklich beruhigt hat, kann er dann auch zum Besuch. Auf Kommando. Ja, das ist ja auch so ein Punkt, in dem wir jetzt noch feilen müssen, dass er zum einen eben gar nicht mehr aufschreckt, wenn es klingelt. Das ist der erste Punkt. Also der nächste, das mit dem Kissen schicken, haben wir jetzt bereits aufgegleist. Genau so, ja. Und dann eben, dass er gar nicht mehr aufschreckt, wenn es klingelt, dass das einfach für ihn egal ist oder wird. Und dann eben auch, dass er nicht immer selbst das Kommando auflöst und nicht immer von selbst wieder vom Platz wegkommt. Das ist ein Kommando Thema. Auflösen ist gleich, es geht wieder in die gleiche Kiste. Genau, da arbeiten wir im Moment auch. Ja, genau, dran. Da gibt es auch so an einige verschiedenen Fronten. Sobald er merkt, also wenn er merkt, es ist eine Übung, es ist Arbeiten, dann ist er top dabei, dann geht das tiptop. Genau. Aber sobald es so Alltagsdinge sind, dann ist es schon oft so, dass er dann das Gefühl hat, er kann selbst Kommando aufnehmen. Ja. Liegt aber auch daran, weil wir vielleicht nicht immer sauber genug gearbeitet haben. Ja, ihr seht, oft sind die Dinge hausgemacht, aber man kann vielleicht auch nicht immer alles auf einmal. Gerade bei einem Familienhund ist das Ganze ein bisschen komplexer als bei beispielsweise vielleicht bei einem Einpersonenhund oder wo man wirklich absolut korrekt und konsequent arbeiten kann mit dem Hund, je nach Rasse auch wieder. Ja, uns würde interessieren, wie das bei euch so ist. Habt ihr auch dieses Bellen beim Klingeln? Und wie geht ihr damit um? Habt ihr Lösungen gefunden? Oder seid ihr auch noch am Kämpfen? Und ja, was macht ihr und wie erlebt ihr das? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn es ähnliche Dinge sind. Es würde uns sehr interessieren. Wir lernen immer gerne dazu. Sehr gerne. Genau. Also, und wenn ihr unseren Kanonentier unten drauf. Du weißt schon, wo du jetzt wieder herzeigst. Das ist so mühsam. Nein, der ist hier. Ist der hier? Hier unten. Irgendwo da unten ist so eine Glocke. Eine rote. So ein Abo-Knopf. Ich glaube, ihr alle versteht YouTube mittlerweile. Genau. Kommentieren, genau. Liken, alles durcheinander. Teilen. Wie ihr wollt. Erzählt von uns. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.